Hi Leute, zurück zu Assassin's Creed. So, wir machen wie versprochen auch mit der Nebenquest hier weiter. Oh. Ja, mag ich nicht rüber, da muss ich zu Fuß rüber gehen. Und zwar ist es, glaube ich, die Knickpyramide. Knickpyramide. Okay, das scheint da oben zu sein. Oder? Ja. Oh, ist wieder schön. Aber oh, ich die Dinger hasse hier. Und so, wie kommen wir dann da hoch? Okay, die kleinen Dinger kann ich auch ran. Geh mal rein hier. Jemand war kürzlich hier. Versperrt. Es muss einen Weg geben. Die Spuren hier sind frisch. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Können wir hier irgendwo rauf? Nee. Okay, dann muss es einen anderen Weg reingeben. Schauen wir doch mal auf die andere Seite. Kommen wir jetzt hier hoch? Das ist ganz schön weit hoch, gell? Okay. Hier sehe ich jetzt keinen Weg. Hier was? Sieht jetzt auch gerade nichts. Ist hier ein unterirdischer Weg? Okay. Hier mal noch was. Boah, das ist wieder Schlange, ey. Okay, hier sind Schlangen. Schön, dass ich jetzt zu viel sehe. Nein. Okay, da oben geht's weiter. Ich glaube, hier müssen wir vorsichtig sein. Kette da hoch, die Fackel im Maul. Irgendetwas muss dahinter sein. Hä? What? Das ist doch...
Warte mal. Okay, können wir nicht machen. Ja, wenn man es auch richtig schlecht sieht. Der Weg sollte frei sein. Ah, alles klar. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich... Oh, was ist hier? Achso, eine Fackel. Jetzt müssten wir eigentlich durchkommen. Jetzt haben wir das blöde Gefäß weggeschossen. Das heißt für mich... Ja, genau. Da oben der Eingang müsste jetzt frei sein. Sehr schön. Okay. Nein. Nein. Boah. Also ab und zu tut er noch ein bisschen rum. Kasperlen. So, okay. Die hier haben wir es freigeschossen. Genau, jetzt geht's auch hier drin weiter. So, bloß schauen hier mit dem blöden. Jemand gab sich große Mühe mit dieser Kammer. Schlangen. Okay, den Schatz haben wir auch geplündert. Ort ist beendet. Hier endete mein Leben. Und nun ist hier ein Schrein. Ein Mahnmal, wo keines sein sollte. Könnte es für Rodiek sein? Niemand kann sich um die Schlange scheren, mit der das alles hier begann, oder? So, ist Blut. Untersuchen wir doch mal. Okay, da ist auf jeden Fall ein Riss in der Wand. Rodieks Pfeil. Damit strich ich seinen Namen von meiner Liste. Jetzt liegt er hier am Boden. Vergessen. Dieser Raum wurde versiegelt. Ich rieche noch das Blut, das sich vergoss. Rudeks Maske. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, nachdem ich ihn erstochen habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Rudek verdient kein Grabmal. Das ist eine Beleidigung. Dieses Grab ist für einen Pharao. Wer das getan hat, hat diesen Ort entweiht. Ein mumifizierter Reiher. Zur Wiederbelebung? Nein. Wer auch immer das getan hat, muss von Rudieks Stellung im Orden gewusst haben. Dieser Raum hat mir alles verraten, was ich wissen muss. Dieser Ort war mir ein Anfang und Rudiek ein Ende. Der Pfeil kennzeichnet diese beiden Dinge. Nachdem ich diesen Bastard erstochen hatte, wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, war Rudiek tot. Rudieks Leiche hätte hier verrotten sollen. Er wurde ehrenvoll zur Ruhe gebettet, um ihn auf die Duat vorzubereiten. Wer auch immer ihn begraben hat, ließ diese Reiher-Mumie zurück, um Rudieks gottverdammten Namen im Jenseits zu ehren. Dann kehrte er zurück, um ihm Respekt zu zollen, wenn ich diese Kerzen richtig deute. Wie auch immer, ich weiß, dass Rudieks Herz fehlte. Also leidet der Bastard im Nachleben, was auch immer hier getan wurde. Eines Tages werde ich gerichtet. Doch ich bereue nichts. Die Feder wird immer leichter sein als mein Herz. Okay.
Ging schnell die Quest, hätte ich jetzt nicht gedacht. Lang machen können. So, dann schauen wir doch mal. Ich wollte eigentlich mich jetzt hier lang arbeiten und diese Quests hier machen. Stufe 23 in Riten für Anubis. Das machen wir doch gleich. Okay, dann reifen wir doch gleich mal zum nächsten. Quest. Stufe 26. Wir nähern uns langsam. Du kannst nicht fliehen. Naja, klar kann ich fliehen. Upp. Upp. Ah, die können ja auch hoch, gell? Alles klar. Was macht ihr denn? Rennt doch mal hier hoch. Nitria. Ich hoffe mal, die resetten jetzt. Sieht auf jeden Fall so aus. Oh, das wird ein Lager sein, oder? Okay, auf der Karte zeigt es mir das aber nicht an als gefährlichen Ort. Nitria, okay. So. Springen wir doch mal mit der Tante hier. Du bist entweder sehr tapfer oder sehr töricht, hierher zurückzukehren. Nefertari, habe ich recht. Ein tausendfacher Segen ist lange überfällig. Nee, sag mal. Das war Rutjeks Frau. Hast du mit etwas anderem gerechnet? Folge mir, Bajek, und behalte deinen tausendfachen Segen, du wirst ihn brauchen. Die Alte. Ich fühle mit ihr. Es musste getan werden. Du siehst gut aus, besser als beim letzten Mal. Bist du nun erfahrener, was das Töten angeht? Rudjek war nur der Anfang. Ja, deine Jagd, der Reiher. Wohin führst du mich? Du leistest Abbitte bei Anubis. Abbitte? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich. Abbitte. Du warst ja auch sofort weg. Wie du weißt, sammeln wir hier das Natron für ganz Ägypten. Das meiste schicken wir nach Memphis, um die Toten damit zu bedecken. Ja, da haben wir schon mal eine Quest, wo wir ums Natron ging. Schwielen werden immer schlimmer, Nevet. Sieh mich an. Das ist das Natron. Nein, du bist kränklich. Wenn du mit jemandem am Becken tauschen würdest, verschaff dir das Linderung für eine Weile. Ja, das wäre wohl das Beste. Die anderen sollten es ebenso machen. Natron hat vielerlei Verwendung. Ich könnte damit eine Wunde reinigen. Oder zum Beispiel das Blut von meinen Händen waschen. Es wird besser, Neb. Ich lasse dir gleich etwas gegen die Schmerzen bringen. Und mein Bruder? Er holt sich. Er braucht Ruhe. Du musst mich nicht daran erinnern. Ja, jetzt, wisst ihr jetzt? Warum müssen so viele aus deinem Volk leiden? Weil Anubis erzürnt ist. Seit du uns verlassen hast, sind die ganzen Fackeln an seinen Schreinen erloschen. Wir werden nicht länger beschützt. Vor was? Dem Zorn des Anubis? Was immer es ist, viele wurden verletzt, als sie wieder entzünden wollten.
Andere sind ganz verschwunden. Es ist klar, dass Anubis eine Wiedergutmachung erwartet. Und zwar von dir allein. Was? Dann sieht er einfach komische Holzschuhe an. Ich entzünde die Fackel und bringe den Fluch ab. Oder Omen. Oder was immer es ist. Das solltest du auch. Wenn du darauf hoffst, dass Anubis und ich dir jemals verzeihen. Sophia, bring bitte etwas Weihrauch zu den Männern am Becken. Ich muss dich nicht zur Vorsicht mahnen. Es sind insgesamt 3 Schreine. Einer im Süden, einer über einer natürlichen Quelle und ein weiterer in der Knickpyramide. Den Weg dorthin kennst du ja schon. Die Knickpyramide. Da war ich doch gerade. Okay, Leute, ich würde sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich glaube, das dauert sonst zu lange, wenn wir das jetzt alles komplett in der Folge durchziehen, weil es ja doch ziemlich große Wege sind. Und ich würde sagen, dafür machen wir eine separate Folge. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Hilft mir alles ungemein, Leute. Weil ihr wisst, Support ist kein Mord, gell? So, gut. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und auch mit den anderen Let's Plays. Schaut da auch ruhig mal rein. Ist auch alles sehr, sehr spannend und unterhaltsam. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen, euer Andi.